Hallo, liebe Deutschlernende. Ich möchte euch von meiner neuen Morgenroutine erzählen. Ja? Und zwar klingelt mein Wecker jetzt um 6 Uhr morgens. Ja? Ich stehe um 6 Uhr auf. Und ich hatte früher das Problem, dass es eine Weile dauert, bis ich aus dem Bett komme. Ja? Ich denke, das Beste ist, wenn wir etwas am Morgen machen, was uns Spaß macht. Ja? Deshalb lese ich auch am Morgen, weil es sehr viel Spaß macht, am Morgen zu lesen. Es macht sehr viel Spaß, generell zu lesen. Und dadurch, dass ich es am Morgen mache und dass es auch eine Aktivität ist, die mir hilft, ja, zu wachsen, Deswegen freue ich mich darauf, aufzustehen. Ja, das ist das A und O, denke ich. Ja, wenn du wirklich gut in den Tag starten willst, dann mach etwas, wo du gleich am Morgen wachsen kannst und was dir Spaß macht. Und dann fällt es dir viel einfacher, aus dem Bett zu kommen. Ja, weil früher war es für mich schwieriger, aus dem Bett zu kommen, weil ich erstmal ein paar Dinge erledigen musste, die ich nicht unbedingt machen wollte. Und dann fiel es mir natürlich schwer, aus dem Bett zu kommen. Ja? Was ich jetzt mache, ja, um 6 Uhr klingelt mein Wecker. Und dann lese ich noch nicht, das mache ich erst später. Sondern ich wache auf um 6. Ich stehe auf, ziehe mich schnell an. Ziehe mir meine Schuhe an und gehe gleich raus. Innerhalb von 3 oder 4 Minuten, nachdem ich aufgewacht bin, ja, 3 oder 4 Minuten, nachdem ich aufgewacht bin, bin ich schon raus aus der Tür. Spätestens, ja, wenn ich gleich in der ersten oder zweiten Minute, und dann laufe ich einmal um den Block. Ich mache gleich einen Spaziergang. Ja, das allererste, was ich mache, wenn ich aufstehe, ist es, einen Spaziergang zu machen. Und damit, also es wirkt Wunder, ja, es klingt so einfach und es klingt so banal, aber es wirkt Wunder. Ja, gleich am Morgen raus in die Kälte, ja, es ist ein bisschen kalt, ja, aber gleich zu laufen und einmal eine Runde um den Block. Und das ist noch nicht mal anstrengend. Ja? Ich laufe nur, ja, also ich rede nicht davon, Sport zu machen. Ja? Das habe ich auch mal probiert. Das ist auch hilfreich, ja, am Morgen Sport zu machen. Aber ich mache ja keinen Sport in dem Sinne. Ja? Ich bewege mich, aber ich bewege mich nicht so sehr, dass ich schwitze, ja? Sondern ich laufe einfach nur einmal um den Block, und das gibt mir nicht nur eine Möglichkeit, meinen Körper zu bewegen und wach zu werden, sondern es gibt mir auch eine Möglichkeit, gleich am Morgen mit meinen Gedanken alleine zu sein. Ja? Gleich am Morgen kann ich schon über mein Leben nachdenken und darüber, was ich machen möchte und so weiter. Und dann komme ich wieder nach Hause nach 10 Minuten, dann lese ich ein bisschen und so fängt mein Tag an. Ja? Diesen Tipp habe ich aus einem Buch. Das Buch heißt The Miracle Morning. Dieses Buch kann ich sehr empfehlen. The Miracle Morning von Hal Elrod. Und das ist auch ein Buch, was ich einmal rezensieren werde. Und wie gesagt, es klingt so banal, aber es wirkt Wunder. Ja, es wirkt Wunder. Ja, jede Person muss selbst herausfinden, welche Morgenroutine für sie am besten ist. Ja, also ich habe lange rumprobiert und ich habe viele verschiedene Dinge probiert, um jetzt zu dem Punkt zu gelangen, dass ich das jetzt mache, was ich jetzt mache. Ja, ob es nun Meditation ist oder Visualisierung oder Sport oder ein Spaziergang oder Lesen, all die Dinge helfen, meiner Meinung nach. Ja, also probier mal aus, am Morgen etwas zu machen, das dir Spaß macht und woran du wachsen kannst. Ja.
Genau, ein Tagebuch. Das war auch noch etwas, was sehr viel hilft am Morgen. Ja? Also, ich wünsche dir viel Spaß, falls du dich dazu entscheidest, das auszuprobieren. Ich denke, es ist total hilfreich. Und wie immer, wir sehen uns morgen. Tschüss und schönen Morgen. Ciao, ciao.